Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, wie Sarah Wagenknecht in einem Streitgespräch mit Marina Weißband das Narrativ, dass man den Krieg nicht weiterführen sollte, dass sie das Narrativ durchbringen konnte, entgegen der Planungen von Maischberger. Oder jedenfalls, dass sie mehr durchbringen konnte, als Maischberger sich das wahrscheinlich gedacht hat. Die Schlussfolgerung daraus darf doch nicht sein, dass sich Selenskyj im Bundestag hinstellt, und er hat das ja vorher auch schon in anderen europäischen Ländern gemacht, er hat das in der Ukraine gemacht, sich hinstellt und sagt, keine Kompromisse, es gibt entweder Frieden zu den Konditionen der Ukraine, das heißt, die Russen müssen sich aus allen Gebieten zurückziehen, einschließlich der Krim, oder es gibt keinen Frieden. Das hat er so nicht gesagt. Doch, das hat er so gesagt. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Ich habe es mir auch angeschaut. Genau, aber so hat er es nicht gesagt, weil Sie waren ja gar nicht da im Bundestag. Ich habe es mir natürlich trotzdem angeschaut. Warum waren Sie nicht da? Weil ich seine Rede nicht in einem Setting sehen wollte, das als einzige Reaktion Standing Ovations zulässt. Es gab keine Möglichkeit zur Aussprache, keine Möglichkeit zur Debatte. Man hätte, so wie es war von vornherein, Abgeordneten der AfD einfach da sein können, ohne zu klatschen. Das ging auch. Ja, wäre uns genauso als Affront ausgelegt worden. Und ich finde, es ist nicht die Zeit für Jubelveranstaltungen. Ich glaube nicht, dass Selenskyj für die gesamte Ukraine spricht. Zum Beispiel spricht er ganz offenkundig nicht für die 600.000 junge Männer, die in die EU geflohen sind, weil sie nicht eingezogen werden wollen und weil sie nicht in diesem Krieg ihr Leben verlieren wollen, was ja sehr verständlich ist. Jo, aber ich gehe mit denen auf die Demos. Die unterstützen das schon trotzdem, nur weil man nicht persönlich geht, ja, also bedeutet kriege, das nicht, dass man eine Linie nicht hält. Naja, ich kriege andere Mails und andere Resonanzen. Viele machen sich große Sorgen. Jetzt hat ja Selenskyj ein neues Gesetz eingeführt, dass zum Beispiel Männer, die in der EU sind, hier nicht mehr ihre Papiere erneuern können. Sie müssen zurück in die Ukraine. Sie werden dort vielfach auch dann nicht mehr rausgelassen, sondern zum Wehrdienst eingezogen. Auch in der Ukraine gibt es immer rabiatere Formen der Rekrutierung. Und ich finde, wir müssen doch jetzt endlich einmal darüber reden, wie beenden wir diesen Krieg. Und wenn Sie sagen, jetzt ein Einfrieren an der Frontlinie wäre kein Ende, nein, das wäre der Beginn von Verhandlungen. Das ist noch nicht das Ende. Aber es müssen doch erstmal die Waffen schweigen. Es muss doch erstmal Gespräche geben. Es gab schon mal Verhandlungen damals in Istanbul. Die sind dann leider abgebrochen worden. Und seitdem wird uns erzählt, wir müssen nur immer mehr Waffen liefern, um den Krieg zu beenden. Aber wir haben sehr viele Waffen geliefert. Das ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Das ist doch keine Hilfe für die Ukraine, weil sie ist trotzdem in der Defensive. Das ist die Frage. Den Rücken voran. Wenn der Westen im Frühjahr 2022 all das geliefert hätte, was wir ja jetzt sowieso schon geliefert hätten, zu all dem Geld, dann wäre dieser Krieg im Sommer 2022 schon vorbei gewesen. Und warum hat man es nicht getan, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, weil man sich nicht das Ziel gesetzt hat. Ich habe Olaf Scholz nie sagen hören, es ist mein Ziel, dass die Ukraine gewinnt. Es ist unser Ziel, den Aggressor nicht zu belohnen. Die Ukraine muss komplett frei sein. Diese Invasion muss komplett rückgängig gemacht werden. Wäre das das Ziel? Wäre das das rationale Vorgehen? Das wäre uns günstiger gekommen, hätte weniger Leben gekostet und hätte nachhaltig Frieden beschert. Also Sie sehen, dass Deutschland so einen Mittelweg findet. Können Sie das anerkennen, dass Olaf Scholz eben nicht den Krieg auf diese Art und Weise als Kriegstreiber vorantreibt, wie ihm ja häufig vorgeworfen wird? Er macht das aus gutem Grund nicht. Also zum Beispiel die Forderung, Bodentruppen zu entsenden. Dann sind wir direkter Teil dieses Krieges. Dann kommt der Krieg zu uns. Wenn wir Soldaten hinschicken, ist der Krieg hier. Dann sind wir in diesem Krieg. Dass Olaf Scholz das nicht möchte, nehme ich ihm ab. Was ich problematisch finde, ist, dass er immer wieder die roten Linien überschreitet, die er vorher definiert. Und es war ja jetzt auch irgendwie zu hören, das haben wir gerade diskutiert. Also auch bei Taurus er zögert, aber sicher sein kann man sich nicht. Deswegen versucht Selenskyj, das ist ja sogar von seiner Warte aus verständlich, nur wir dürfen das nicht wollen. Er versucht natürlich, die NATO in den Krieg hereinzuziehen, damit er diesen Krieg gewinnt. So, und deswegen hat er jetzt zum Beispiel, da war vorhin ja angesprochen worden, gibt es dafür Belege. Ja. Er hat jetzt zweimal das Frühwarnsystem der strategischen Nuklearstreitkräfte der Russen angegriffen. Das ist kein Kriegsziel, was irgendetwas mit der Verteidigung der Ukraine zu tun hat. Das ist der Beleg, den Sie haben dafür, dass er die NATO aktiv... Welchen haben Sie denn noch?
Er hat mehrfach gefordert, dass die NATO also Luftunterstützung gibt. Das heißt, dass die NATO eben quasi eine Flugverbotszone in der Ukraine errichtet, dann müsste die NATO direkt auf russische Flugzeuge schießen. Das ist auch natürlich wäre ein Eintritt. Oder erinnern Sie sich an, also den Fall damals, als es diese Rakete gab, der Ukrainer, die fehlgelenkt war auf Polen. Und er hat zunächst mal behauptet, das sei eine russische Rakete, was ja bedeutet hätte, eine russische Rakete wäre auf NATO-Gebiet gefallen, was sie aber nicht war. Es gab auch russischen Debris in Rumänien, was auch NATO-Gebiet ist. Also es ist alles sozusagen eine Frage der Betrachtung. Die Frage, die Sie aufspielen, ist, mit dem Feuer. Und ich möchte Zelensky die NATO aktiv in diesen Krieg ziehen? Das würde ich gerne diskutieren mit Ihnen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Zelensky sucht nach Hilfe und Unterstützung für ein Anliegen eines Europas, das ihm erstens schon früh Hilfe angeboten hat, das auf dem Maidan, ich erinnere mich an tränenreiche Politiker, Ich war auf dem Maidan, die da standen und gesagt haben, die Ukraine ist schon mit einem Fuß in der EU. Das heißt, man hat Putin gezeigt, wir ziehen die Ukraine jetzt aus deinem Einflussbereich, was richtig war. Dafür sind die Leute auf die Straße gegangen, um aus Putins Einflussbereich rauszukommen, um ein weniger korruptes Land zu haben, um ein freieres und demokratischeres Land zu haben. Und dann hat die EU aber die Ukraine nicht unter ihren eigenen Schutzschirm genommen und sie damit nackt und verwundbar gelassen. Zelensky noch Putin haben ein Interesse daran, dass die NATO in den Krieg eintritt, in den klassischen konventionellen Krieg. Putin führt schon lange einen hybriden Krieg gegen NATO-Länder. Das ist was ganz anderes, dass er mit Spionage, mit Hackerangriffen, mit der Finanzierung von Parteien, mit Fake News, mit Desinformationskampagnen alles tut, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Lassen Sie uns heute mal bei den Russen bleiben, bei diesem Konflikt, weil das bringt jetzt gar nichts zu sagen, das machen die anderen auch. Die Frage ist, ob man verhandeln kann mit, das ist ja das, was Sie sagen, man muss jetzt verhandeln. Das ist doch der einzige Weg. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen. Also was wäre jetzt sozusagen der Vorschlag? Also einfrieren der Fronten heißt, man gibt sozusagen den Teil der Ukraine, der jetzt von russischen Truppen besetzt gehalten wird, den gibt man auf und die Krim sowieso, ist das das, was Sie glauben? Also zunächst mal müssen ja Verhandlungen beginnen. Was dabei rauskommt, ist ja das Ergebnis von Verhandlungen. Und es gab ja jetzt, es gab sowohl als Putin in China war, es gibt ja auch Druck der Chinesen, sie wollen das ja auch gerne beenden. Aber auch er selber hat in China gesagt, er ist verhandlungsbereit. Dann wurden nochmal aus Moskau Signale lanciert, man wäre zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit an der Frontlinie. Das heißt ja nicht, dass damit die Geschichte beendet ist, sondern dann fangen die Verhandlungen an. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, da anzuknüpfen, das fordern ja auch viele, wo damals in Istanbul aufgehört wurde. Also das war ja damals, lief ja darauf hinaus, Neutralität der Ukraine, Rückzug an die Linien vom 24. Februar. Das war ja so der grobe Rahmen, dann stärkere Autonomie. Ich weiß nicht, ob man heute noch mal dahin kommt. Die Situation ist eine andere. Inzwischen sind die Gebiete annektiert. Aber zumindest muss man doch einen Weg finden. Meine Hoffnung wäre, dass es irgendwann ein UN-beaufsichtigtes Referendum gibt, wo die Menschen gefragt werden im Donbass. Ich finde, man muss doch die Menschen dort fragen. In den von Russland besetzten Gebieten, ob sie dann zu Russland oder zur Ukraine wollen. Ja, zum Beispiel. Also das wäre doch, ich meine, die Menschen müssen doch entscheiden, wohin sie wollen. Die Ukraine ist auch vor dem Krieg ein gespaltenes Land gewesen. Das sollte man auch nicht völlig verleugnen. Die russische Minderheit war von den Maidan nicht angetan, sondern ihre Sprache, ihre Kultur wurde ausgegrenzt. Deswegen gab es das Minsker Abkommen, was leider nicht eingehalten wurde. Wie auch immer, ich finde, die Menschen sollten sowohl auf der Krim als auch im Donbass selbst entscheiden können, zu welchem Land sie gehören wollen. Und das muss die UN allerdings beaufsichtigen, damit es ein faires Referendum ist und nicht diese Scheinreferenden, die wir hatten. Erstens ist die Geschichte von der gespaltenen Ukraine in den letzten 10 Jahren ungefähr 72 Mal widerlegt worden. Und das oddly specific. Wir haben keine gespaltene Ukraine und wir hatten auch keine Einschränkung der Rechte von einer russischen Minderheit. Das hat der Europäische Rechnungshof unter anderem als einen Grund angeführt. Entschuldigung, aber es ist wirklich immer wieder belegt worden. Das Argument der russischen Minderheit ist erstens kein neues Argument, wenn jemand einen Angriffskrieg starten will. Das Referendum wäre doch eine interessante Frage. Das Referendum. Oder UN-Aufsicht und dann fragt man die Menschen. Also erstens. Wir hatten in der Ukraine ja demokratische Wahlen seit Beginn des Krieges. Die haben sich ausgesprochen, die haben diesen Präsidenten gewählt. Wir haben immer wieder Umfragen, wobei jetzt natürlich seit der Invasion, klar, sind Umfragen schwierig. Aber die Referenden, die wir hatten in der Ukraine, in den besetzten Gebieten, waren unter vorgehaltenen Waffen.
Also würde das etwas ändern? Ich verstehe nicht, was die Notwendigkeit ist, wenn das ukrainische Volk sich verteidigt und aktiv kämpft und aktiv die Armee unterstützt. Wer genau hat ein Anliegen, worüber muss abgestimmt? Ich glaube, wenn es darum geht, wie genau ein Frieden aussieht, könnte man durchaus versuchen, ein UN-beobachtetes Referendum zu starten. Meine Frage wäre da aber eine ganz andere und die würde ich gerne Ihnen stellen, einfach nur um Ihre Logikkette zu verstehen. Wie finden wir Frieden in einer Welt, in der im Prinzip ein Land mit einem starken Militär eine Grenze verschieben kann? Wenn wir Putin irgendwie belohnen, was hält ihn von der nächsten Invasion ab und von dem nächsten Referendum? Ja, das Problem ist, das ist immer die Theorie, die uns erzählt wird. Also, dass wir jetzt ihn stoppen müssen, damit er nicht weitergeht. Das ist übrigens eine Theorie, die ist ziemlich alt. Also damit hat damals die USA sogar den Vietnamkrieg gerechtfertigt, weil sie sagt, wir müssen jetzt da reingehen, sonst kippen alle anderen. Aber nehmen wir jetzt mal diese Frage. Das ist ja reine Spekulation. Also wenn ich mir das ist ja immer der Vergleich mit Hitler. Nein, also Hitler wurde damals nicht gestoppt. Ich bin in der Ukraine vor 10 Jahren, okay? Ich bin in der Ukraine 2015. Damals ist genau das passiert. Man hat Putin seinen Willen gelassen. Es war Frieden, wir hatten Beziehungen mit Russland, wir hatten Nord Stream. Also bei der Krim, ich weiß nicht, ob wir uns da einigen können, aber bei der Krim ging es nicht um die Ausweitung von Land, sondern um Sevastopol und die Schwarzmeerflotte. Und es ging um Pachtverträge und eine strategische Position. Ja. Das war das, worum es bei der Krim ging. Und das hat er bekommen. Und natürlich hat er das, ja, die Schwarzmeerflotte ist da seit 200 Jahren. Dass das so eskaliert ist, hatte etwas damit zu tun, dass die Ukraine von einer Position abgewichen ist, die sie vorher lange Zeit hatte, die in ihrer Verfassung verankert war, nämlich, dass sie sich als neutraler Staat verstanden hat. Und sie hat sich dann positioniert, auch sehr, sehr eng an der Seite der Amerikaner. Es haben in der Ukraine, das weiß man inzwischen, gab es also 4000 NATO-Soldaten, es gab 12 Spionagestützpunkte. Sie sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg, im Prinzip ist das. Und es ist im Grunde daran eskaliert. Ich finde das auch entsetzlich. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Und die Ukraine wird im Grunde dafür geopfert und die Menschen der Ukraine. Und es ist eigentlich ganz schrecklich. Also man muss doch jetzt etwas tun, das zu beenden. Und ich finde diese Position, wenn Sie sagen, Selenskyj ist ja demokratisch gewählt worden. Er ist damals mit dem Versprechen angetreten, Frieden zu schaffen. Also er ist gewählt worden mit der Botschaft, er will das Minsker Abkommen umsetzen. Er hat das Land ja auch nicht überfallen. Er hat den Donbass mit Drohnen angegriffen, auch die Zivilbevölkerung. Er hat ja diesen Krieg mit eskaliert. Er hat auch die ganzen Vereinbarungen mit der NATO, mit den USA getroffen, die ja dazu beigetragen haben, dass es am Ende zu diesem großen Krieg kam. Und sagen ich Sie, finde jetzt wirklich, das ist die Frage. Wir können doch nicht davon ausgehen, was wir uns erträumen. Und dass Grenzen verschoben werden. Auf dieser Welt werden an so vielen Stellen Grenzen verschoben. Die Türkei hat Grenzen verschoben, teilweise im Irak, teilweise in Syrien. Die USA haben Grenzen verschoben. Die besetzen heute noch die Ölfelder von Syrien. Also es gibt viele Stellen dieser Welt, wo großes Unrecht geschieht. Und ausschließlich bei Russland sagt man, da müssen wir jetzt den Krieg so lange führen, bis wir das zurücknehmen können. Ich sehe nicht, wie das militärisch möglich sein wird. Und ich will nicht, dass das ein ewiges Sterben gibt. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass das ein großer europäischer Krieg wird. So, Sie sagen, es geht damit weiter, dass Putin inzwischen in Russland eine Wirtschaft aufgebaut hat, die ohne Krieg überhaupt nicht mehr funktioniert. Dieses Land ist ohne Krieg nicht regierbar. Das heißt, wenn er jetzt den Konflikt in der Ukraine gewinnt, und das ist eindeutig, wenn er irgendwelche Zugeständnisse durch die Invasion kriegt, dann gewinnt er. Wenn er diesen Krieg gewinnt, dann wird er sich darauf eine Weile ausruhen können. In den Umfragen, das Volk wird ihn feiern, als den wahren Zaren. Und dann? Dann wird er zufrieden sein? Er hat jetzt eine Kriegswirtschaft. Mhm. Das heißt, er braucht Krieg. Und er braucht auch Krieg, um weiter davon abzulenken, dass es der russischen Bevölkerung, nämlich derweil, beschissen geht. Und dass er das Land eigentlich ausblutet für seine imperialistischen Ideen. Und er hält damit auch nicht hinter der Hand. Er erzählt seit 10 Jahren von seinen Plänen für das Baltikum und für Moldawien. Er erzählt, was er vorhat. Und wenn jemand erzählt, was er vorhat, sollten wir ihm glauben. Mhm. Es wäre von seiner Warte aus absolut irrational, bei einem innenpolitischen Druck für Krieg, für das Funktionieren seiner Wirtschaft und bei einer außenpolitischen Belohnung dessen, das nicht zu tun. Aber wissen Sie, wenn man...
haben sich einmal fundamental geirrt, und zwar am Vorabend des Krieges, wo sie gesagt haben, Putin wird auf keinen Fall in die Ukraine einmarschieren. Aber und sie haben noch einen Satz gesagt, den ich wirklich interessant finde. Sie haben gesagt, wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird, nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Nur die Frage, haben Sie einen Plan B, nur für den Fall, dass sie sich wieder irren? Ich bin überzeugt, dass der Krieg nicht deshalb begonnen hat, weil sich jemand daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Haben Sie einen Plan B, wenn Putin anders ist, als Sie ihn einschätzen? Das wäre nur meine Frage. Wir müssen ja nicht nur sehen, was wir einschätzen. Es gibt ja auch Zahlen. Also einmal natürlich für die Frage, weil es ist eine Einschätzung gewesen, die Sie getroffen. Ich meine, der Plan B ist, dass wir in der Lage sein müssen, unser Land zu verteidigen. Das sind wir allerdings nicht. Frau Wagenknecht, Sie haben gesagt, er wird die Ukraine nicht überfallen. Nein, er hat sie überfallen. Frau Maischberger, ich habe es so nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn die Ukraine weiterhin Teil der amerikanischen Einflusszone und vor allem auch ein militärischer Vorposten wird, dann wird es Krieg geben. Ich habe allerdings tatsächlich diesen Satz gesagt, weil ich nicht der Meinung war, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Und ich bin auch immer noch, das haben auch viele Militärs gesagt, bei der Zahl von Soldaten, die Putin dort hatte, konnte er nicht ernsthaft vorhaben, die gesamte Ukraine zu besetzen. Er ist daran gescheitert. Und Russland profitiert natürlich nicht von diesem Krieg. Ein Land, das so viele Ressourcen in einem Krieg verausgabt, hat diese Ressourcen nicht mehr für andere Dinge. Und wenn Sie die Hochrüstung ansprechen, also ich möchte wirklich auch noch mal auf die Zahlen der Hochrüstung eingehen, weil immer gesagt wird, Russland ist jetzt die große Kriegswirtschaft. Wir haben weltweit Rekordausgaben für Militär. Zwei Drittel der Militärausgaben weltweit, über 2 Billionen, zwei Drittel werden von westlichen Staaten ausgegeben. Die NATO gibt 10-mal so viel für Waffen und Kriegsgerät aus wie Russland. Wenn Russland sich darauf vorbereitet hätte, einen riesen imperialen Eroberungsfeldzug zu starten, hätten sie vor dem Krieg schon wesentlich höhere Militärausgaben haben müssen. Sie haben 60 Milliarden Militärausgaben gehabt. Das ist weniger, als Deutschland jetzt hat. Und die haben sie überwiegend eben in die Atomarstreitkräfte gesetzt und nicht in die konventionellen. Also, wir stellen die ganze dass wir Putin vertrauen sollen. Ich sage, wir sollten jetzt alles daran setzen, dass es Verhandlungen gibt und versuchen und austesten, wie weit wir damit kommen. Das ist doch der einzige Weg. Wenn wir am Ende nicht weiterkommen, dann müssen wir gucken, wie wir uns verhalten. Aber wir versuchen es doch gar nicht. Die Signale auf Verhandlungen sind nicht aufgegriffen worden. Ich meine, der Papst, sind die alle blauäugig? Man muss eben wissen, ob man dem Verhandlungspartner vertraut. Wir setzen einfach den ganzen... Nein, man muss nicht vertrauen. Man muss es austesten. Ich vertraue Putin nicht. Ich möchte, dass wir die Signale für einen Waffenstillstand aufnehmen und dass wir versuchen, diesen Weg zu gehen, weil ich möchte, dass dieses Sterben endet. So. Ich sehe aber auch, dass sehr viel Zustimmung Populismus findet. Und die Wahl von Populismus ist immer eine Wahl, die auf Angst gründet. Und ich glaube, was wir nicht anerkennen und was kaum eine der Parteien, die im Bundestag sitzen, wirklich kommuniziert, ist erstens junge Leute überhaupt als Zielgruppe. Das heißt, wirklich auch mit jungen Menschen sprechen und ihnen vor allem zuhören. Das ist nicht passiert. Das ist während der Corona-Pandemie nicht passiert. Zweitens, populistische Parteien lügen oft in den Fakten, aber sprechen emotionale Wahrheiten an. Und ich glaube, die emotionale Wahrheit, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Die Welt geht irgendwie in Chaos unter. Zunächst kommt Marina Weißband zu Wort und sie ist ganz emotional und gefühlvoll. Sie erklärt, wie schlimm es in der Ukraine ist und wie sehr sie das gefühlsmäßig beeindruckt. Und was ist der Zweck des Ganzen? Ihre Glaubwürdigkeit soll dadurch beim Publikum gestärkt werden. Das heißt, jemand, der so emotional ist, der kann es nur ehrlich meinen. Tatsächlich ist es aber so, dass Weißband in einer Tour täuscht und lügt. Und auffällig ist hier, dass vor allen Dingen, wenn sie das Dämonen-Narrativ Russlands versucht zu festigen, indem sie irgendwelche Behauptungen in den Raum stellt, dass sie hier keinen Widerspruch von Wagenknecht hat, also jedenfalls keinen direkten Widerspruch. Tatsächlich war es immer die Strategie von Wagenknecht, mit der NATO zu argumentieren. Also auch Wagenknecht hat Putin immer dämonisiert. Putin ist schlimm, die Ukraine ist schlimm, aber das Sterben ist so schlimm. Und deswegen muss der Krieg beendet werden. Was ist jetzt hier der Unterschied zu vergangenen Sendungen? Also vor allen Dingen war für mich auffällig, was in der Vergangenheit nicht der Fall war, dass auch sie hier erklärt hat, dass die Ukraine Zivilisten angegriffen hat. Vor 2022.
und sie sprach von der russischsprachigen Minderheit, was ich bisher von ihr auch nicht gehört habe, dass also diese Leute drangsaliert wurden. Auffällig war hier, dass sobald Maischberger gemerkt hat, dass es sehr viele Fakten sind, sehr viel mehr Fakten sind, als es früher war, sie hat immer versucht, Wagenknecht zu unterbrechen. Wagenknecht war aber hier standhaft und hat ihre Fakten durchgebracht. Es ist aber trotzdem so, dass auch Wagenknecht im vollen Bewusstsein Russland schlecht gemacht hat und getäuscht hat. Sie hat erklärt, es wären Scheinreferenten. Also es wären Scheinreferenten durchgeführt worden und die neuen Gebiete, sie wären annektiert worden. Stattdessen ist wahrscheinlich eher sehr viel von einer Sezession auszugehen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie kann ich denn behaupten, ich kann doch gar nicht wissen, dass es keine Scheinreferenten waren. Also Wagenknecht behauptet, es sind Scheinreferenten und man kann auch davon ausgehen, Putin ist ganz böse und Russland ist sowieso keine Demokratie. Also es ist klar, dass es Scheinreferenten sind. Jetzt nehmen wir mal an, es wäre so, die Leute dort, sie wollten nicht nach Russland. Sie wollten bei der Ukraine bleiben und es wäre jetzt so gewesen, wie von Wagenknecht und auch natürlich von Weißband, aber auch von Wagenknecht widersprochen, nahegelegt, dass, also Weißband hat es ja direkt gesagt, dass die Leute eine Pistole an den Kopf bekommen haben und für Russland stimmen mussten, also dass es natürlich nicht echt ist. Es war so gewesen, dass Russland, Ausland dafür geworben hat, die Wahlen zu beobachten. Und es war hier so gewesen, beispielsweise wurden auch AfD-Abgeordnete von der Parteispitze daran gehindert, dorthin zu reisen und die Referenten zu beobachten. Und aus dem gesamten Westen, also es wurden jeder, der hingereist ist, um die Referenten zu beobachten, wurde drangsaliert, auf das Schärfste drangsaliert. Die westlichen Medien sind mit Absicht nicht hingegangen. Und natürlich, wenn man nichts beobachten kann, dann, wenn man es beobachtet hätte, dann hätte man auch eine Feststellung machen müssen. Und tatsächlich hat der ganze Westen oder die ganzen westlichen Journalisten haben sich verweigert, in die neuen Gebiete zu gehen und diese Referenten zu beobachten. Und was zeigt das? Wenn es tatsächlich so wäre, wie jetzt von Weißband behauptet oder auch jetzt von Wagenknecht unterstützt, dass die Leute, dass es Scheinreferenten sind, dass die Leute eigentlich was anderes wollten, aber sich nicht getraut haben, anders abzustimmen, man hätte ja dahin reisen können und hätte Verstöße feststellen können. Aber tatsächlich, wenn man darauf verzichtet, wenn man nicht hinreist und alle daran hindert, daran hinzureisen und sagen, man möglichst versucht wegzugucken oder auch verhindert, dass irgendjemand davon berichtet, dann ist doch vollkommen naheliegend, dass man was zu verbergen hat. Also dass man, wenn man nicht hinsehen will, dass es natürlich dann Russlands Behauptung wahr ist. Also dass die Referenten echt sind und dass die Leute zu Russland wollen und von der Ukraine weg wollen. Und natürlich hat hier Sarah Wagenknecht schon bestimmte Dinge angesprochen. Die Verbrechen der Ukraine, das sind nur die Spitze des Eisbergs. Und ein Konter, der mir bei der AfD fehlt, auf die ganzen Nazi-Vorwürfe, der ist ganz einfach. Die AfD könnte kontern, diejenigen sind Nazis, die wissentlich die nationalsozialistischen Bestrebungen in der Ukraine verschweigen und damit heimlich unterstützen. Das sind die wahren Nazis. Also wer davon Kenntnis hat und nicht davon redet, der unterstützt die Nazis in der Ukraine, indem sie Rückendeckung haben für das, was sie machen. Es fanden in der Ukraine dokumentiert Feriencamps statt, staatlich unterstützt, in denen den Kindern erklärt wurde, ja, Leute dürfte man nicht erschießen, aber Russen, das seien ja keine wirklichen Menschen, also Russen schon. Was eindeutig narzisstisch ist. Auf Fotos sind Offizielle mit Armeeangehörigen zu sehen, die offen Nazi-Symbole vor sich hertragen. Das Azov-Bataillon, das sich offen zur nationalsozialistischen Ideologie bekannt hat, wo auch die ganzen Leute mit Hakenkreuzen tätowiert sind. Sie wurden staatlich integriert. Es gibt den Bandera-Kult, gerade wo es jetzt auch um die SS geht. Die S-Division Galizien, die sich an der Ermordung von Millionen Zivilisten beteiligt hat. All das wurde von Wagenknecht nicht erwähnt. Und jetzt mag man sich denken, ja gut, dann ist Wagenknecht ja auch, sie macht ja auch mit. Und natürlich, das ist hier das Kalkül, weshalb Maischberger sie eingeladen hat. Dass Wagenknecht zwar viel erzählt, viele Fakten erzählt, aber sie genau diese Dinge, die Russland entdämonisieren und die Ukraine dämonisieren oder auf jeden Fall den Leuten klar machen, dass man da keine Waffen hinliefern kann, dass sie das nicht erzählt. Es war jetzt aber hier so, also jetzt kann man sagen, okay, Wagenknecht will ja wahrscheinlich dann heimlich auch den Krieg. Aber das denke ich nicht, weil die Fakten, die sie gebracht hat, die waren auch schon sehr überzeugend, indem indirekt Russland doch entdämonisiert wurde. Also beispielsweise, wenn sie erklärt, die
in Weißbrand erklärt, ja, Putin will ganz Europa erobern, und dann Wagenknecht entgegnet, ja, wer hat viel zu wenig Soldaten hingeschickt, oder in Sevastopol, da war 200 Jahre der Hafen, also er hat 2014 nicht einfach so die Krim angegriffen, erobert. Dann wird deutlich, dass Russland rational ist. Dann wird natürlich auch klar, dann wird das mit der Osterweiterung auch in Erinnerung gerufen, dass Russland da nichts gemacht hat oder dass es einen handfesten Grund gibt. Das heißt, es kommt so indirekt raus. Und natürlich, Wagenknecht weiß sehr wahrscheinlich, dass wenn sie jetzt offen die Verbrechen von der Ukraine, wenn sie das offen anspricht oder auch wenn sie offen das Putin sich zum Putin-Versteher macht oder auch erklärt, dass es keine Scheinreferenten sind, dass alles dafür spricht, dass die Referenten den Willen widerspiegeln, dann würde sie nicht mehr eingeladen werden. Und dann fehlt ihr die Basis. Und davon hat sie immer gelebt, dass es ihre Popularität jetzt nicht in den alternativen Medien, weil natürlich Wagenknecht kann gut sprechen, sie hätte auch ohne einen großen Bekanntheitsgrad im Mainstream, hätte sie sehr wahrscheinlich einen guten YouTube-Kanal aufgebaut, auch mit vielen Abonnenten. Aber Wagenknecht geht es ja um die Leute, die nicht bei YouTube sind, die im Mainstream sind. Und man sieht ja auch, dass ganz viele Leute zu Wagenknecht jetzt Wagenknecht gewählt haben, die nicht in den alternativen Medien unterwegs sind. Dass die ganzen SPD-Wähler und CDU-Wähler, die nur Maischberger gucken, sie sind zu ihr gewechselt. Wenn natürlich Wagenknecht viele Fakten bringt und dann in bestimmten Bereichen täuscht, wie bei den Referenten, wo aus meiner Sicht es auch eine bewusste Täuschung ist, weil natürlich Wagenknecht weiß auch ganz genau, dass die Medien nicht dahin gereist sind, dass jeder schlecht gemacht wird, auch selbst in der AfD, dass jeder schlecht gemacht wird, der dahin fährt und das beobachten will, dass kein Journalist da war, das kann Wagenknecht nicht entgangen sein. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung klar, dass die Referenten echt sind. Das heißt, Wagenknecht hat hier aus meiner Sicht mit vollem Bewusstsein getäuscht, und man muss sich versuchen, in die Lage des Mainstreams reinzuversetzen. Das findet man nicht so einfach raus. Also ich habe auch an ganz viele Narrative geglaubt, weil es aus dem Mainstream heraus, wenn man bestimmte Fakten nicht weiß, dann versteht man es einfach nicht. Und die Dämonisierung Russlands aus meiner Sicht, jetzt ist Wagenknecht indirekt entgegengetreten, aber natürlich das Kalkül von Maischberger ist, solange Russland dämonisiert wird, ist die Spaltung Europas, Eurasiens, ist sie aufrechtzuerhalten. Das geht nur mit nur die Entdämonisierung Russlands bei einem großen Teil der Bevölkerung wird dafür sorgen, dass die Bevölkerung wieder mit Russland Handelsbeziehungen haben will. Und Maischbergers oder jedenfalls das Kalkül der Öffentlich-Rechtlichen oder der Leute, die dahinter stehen, ist, Russland wird dämonisiert und dann ist die Spaltung vollzogen. Dann kriegen wir kein Gas aus Russland. Solange die Leute denken, Putin ist ein Dämon und die Russen, sie sind eigentlich Barbaren oder sie sind irgendwie komisch, gefährlich, ja, und sie haben ein niedriges zivilisatorisches Niveau, da wird vergewaltigt, da ist alles korrupt und sie sind brutal und rücksichtslos und kriegerisch. Solange ist die Bevölkerung bereit, auf Handel mit Russland zu verzichten. Mich interessiert eure Meinung. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie seht ihr es? Ist es Wagenknecht gelungen, Russland zu entdämonisieren? Also die Bevölkerung dazu zu bringen, Russland zu mögen, mit Russland Handel treiben zu wollen, die Spaltung aufheben zu wollen? Oder denkt ihr auch, dass Wagenknecht tatsächlich auch dazu beigetragen hat, die Spaltung zu verfestigen, indem sie durch ihre hohe Glaubwürdigkeit, also sie steht ja sozusagen als Putin-Versteherin da, was sie natürlich gar nicht ist, sondern sie steht ja, also die Leute aus dem Mainstream denken ja, sie ist sozusagen das, was jetzt auch Putin erzählen würde. Das erzählt Wagenknecht. Und das ist auch die Täuschung. Also viele wahrscheinlich, das glauben selbst in alternativen Medien, also wahrscheinlich da nicht, aber viele glauben, also was Wagenknecht erzählt, ist 1:1 die Argumentation Russlands. Und das ist der Trick. Deshalb den Wagenknecht spielt, um eingeladen zu werden. Und Wagenknecht denkt, sie nimmt diesen Trick in Kauf, sie spielt den Trick, aber sie schafft es dann trotzdem, dafür zu sorgen, dass es keinen Krieg gibt und so weiter und so fort. Also diese gute Absicht, denke ich, hat sie. Also auch wahrscheinlich, natürlich, es ist die Frage, was ist Eitelkeit, aber ich denke auch, sie denkt, die AfD, sie sind halt zu unfähig und sie sozusagen ist die bessere AfD und möchte sich an die Stelle stellen. Und das denkt sie wahrscheinlich auch, ja, weil sie kann es besser, sie kann es dann sozusagen das, was sie weiß ganz genau, dass sie in den wichtigen Bereichen, jetzt gerade Außenpolitik, dass es deckungsgleich ist, aber sie denkt, sie kann es dann besser durchbringen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.